gleich mehrere Skandale überschatten die Elitetruppe der Bundeswehr, das Kommando Spezialkräfte. Doch wie geht es weiter mit dem Verband nach rechtsradikalen Vorfällen und Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition? Heute veröffentlichte das Verteidigungsministerium seinen Abschlussbericht zu den Reformauflagen für das KSK und sieht deutliche Veränderungen in der Einheit. 90% der Maßnahmen seien umgesetzt worden. Zunächst ein Rückblick auf den Skandal rund um die Elitetruppe der Bundeswehr. Ein Skandal um tausende Schussmunition und Handgranaten beim Kommando Spezialkräfte. Über allem die Frage, wusste die Ministerin schon im letzten Jahr davon? Wenn man nachweisen kann, dass sie früher davon wusste, als sie selber angegeben hat, dann ist es natürlich eine Lüge gegenüber dem Verteidigungsausschuss. Und das hat politische Konsequenzen oder das sollte politische Konsequenzen haben. Das Kommando Spezialkräfte, die Eliteeinheit der Bundeswehr, wie sie sich selbst gern sieht. Harte Hunde, Geiselbefreier. Das Kommando, wie es die Justiz sieht, Spezialsoldat Philipp S. In seinem Garten wurden tausende Schuss Munition, Sprengstoff und eine Kalaschnikow gefunden. Er gehört zum vermuteten Netzwerk Rechtsextremer in der Truppe. Auch 1% Rechtsextreme im KSK können natürlich Schreckliches im Zweifel anrichten, können Attentate begehen, Anschläge begehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass da genau drauf hingeschaut wird. Er soll das Kommando im Auftrag der Ministerin von Rechtsextremen befreien, KSK-Kommandeur Kreitmeier. Das Problem, er wusste, dass Soldaten aus einer Kaserne in Calw illegal tausende Schuss Munition gehortet hatten und bot ihnen 2020 an, sie straffrei zurückzugeben, um die Bilanz zu bereinigen. Ein vollständig illegaler Vorgang, von dem die Ministerin trotz ihrer Besuche beim KSK nichts gewusst haben will. Geht in den Verteidigungsausschuss, sagt selbst, das Thema Munition ist ganz wichtig. Ich richte da eine extra Taskforce ein. Sie geht nach Calw. Ihre unterstellten Generale, also der Generalinspekteur, der Inspekteur Heer, merken am Vortag, das Munitionsproblem ist so immens. Wir müssen am nächsten Tag mit der Ministerin reden. Und dann will man es ihr nicht erzählt haben. Also mir persönlich fehlt dafür die Fantasie. Zweimal musste Annegret Kramp-Karrenbauer in Sondersitzungen bereits Rede und Antwort stehen. Sie besteht darauf, der oberste Soldat der Bundeswehr habe frühzeitig vom Munitionsskandal gewusst, sie aber nicht. Und am Verteidigungsministerium in Berlin ist mein Kollege Stefan Stuchlik. Ja, jetzt ist der Abschlussbericht da. Wie weit sollen die Reformen beim KSK gehen, beziehungsweise wie weit sind sie denn schon? Also das KSK wird in der jetzigen Struktur mehr oder weniger erhalten bleiben. Das steht jetzt zumindest nach dem Bericht fest. Die endgültige Entscheidung darüber hat natürlich die Ministerin, die wird nächste Woche kommen. Aber das sieht alles so aus. Es wäre auch widersinnig. Man muss sich vorstellen, das KSK ist im Moment in Afghanistan im Einsatz und ein Kommando komplett umzukrempeln, was eines der gefährlichsten Einsätze vor der Brust hat, das wäre nun wirklich widersinnig. Was im Moment reformiert wurde im letzten Jahr, das sieht nach diesem Katalog, den es vor einem Jahr gegeben hat, relativ gut aus. Der ist so gut wie abgearbeitet. Da geht es hauptsächlich darum, zu verhindern, dass weitere Rechtsextreme in die Truppe kommen und dass sich Leute, Soldatinnen und Soldaten, während ihrer Anwesenheit im KSK zu Rechtsextremen weiterentwickeln. Das alles sei nicht mehr nötig, das alles sei nicht mehr möglich, so sagte uns der Generalinspekteur soeben. Inwieweit werden denn überhaupt die Skandale, wie zum Beispiel auch die Munitionsamnestie, in diesem Bericht thematisiert? Also das Thema Munition spielt eine große Rolle in diesem Bericht, allerdings nicht in der Form, in der wir das gerne als Journalisten gesehen hätten. Natürlich wird darauf hingewiesen, dass man so nicht weitermachen könne. Natürlich wird gesagt, es kann nicht sein, dass tausende Schuss Munition und Kilo Sprengstoff verschwinden könnten. Man habe da ein neues Kontrollsystem eingeführt, so heißt es, das sei in Zukunft nicht mehr möglich. Nur die eigentliche Frage nach der Munitionsamnestie, wir erinnern uns, der Kommandeur Kreitmeier hat zu seinen Soldaten gesagt, wenn da jemand illegal was mitgenommen hat, dann kann er straffrei zurückgeben. Das wird sehr, sehr spärlich erwähnt. Und da sind eigentlich die interessanten Fragen verborgen. Also dann scheint besonders interessant zu sein, was im Bericht eben nicht steht. Dürfte dieses Weglassen Folgen haben?
Naja, es geht vor allem um personelle Konsequenzen. Also wenn jemand so einen Befehl gibt wie General Kreitmeier, warum wird er im Moment nur dienstrechtlich untersucht? Warum ist er nicht seiner Pflichten entbunden? Der Mann hat immerhin ein Strafverfahren des Staatsanwaltschaft Tübingen am Hals. Da hat man uns gerade gesagt, naja, es könnte sein, dass die Ministerin Anfang nächster Woche seinen Nachfolger vorstellt. Also immerhin eine personelle Konsequenz. Aber das sei normal, der Mann sei ja am Ende seiner Dienstzeit. Und dann ist natürlich die große Frage, wie weit nach oben ging denn das Wissen um diesen schludrigen Umgang mit Munition? Man muss sich immer vorstellen, mögliche Rechtsextreme im Besitz von illegaler Munition. Wie weit ging das nach oben? Wer im Ministerium wusste davon? Ja, wie soll denn diese Frage nun geklärt werden? Ich denke mal, der politische Druck, besonders des Verteidigungsausschusses, wird weiterhin sehr hoch bleiben. Und ich sehe da auch die eigene Fraktion der Ministerin, die CDU-Fraktion, die da dringend Fragen geklärt haben will. Denn es scheint keineswegs ausgeschlossen, dass die Ministerin selbst wusste, dass so etwas wie eine Munitionsamnestie angeordnet worden wäre. Es gibt noch andere Sachen, die ausstehen. Wir warten immer noch auf einen Bericht Rechtsextremismus, der soll von Wissenschaftlern angefertigt werden. Und wir warten immer noch auf einen Abschlussbericht zur Struktur. Das heißt, wie greifen eigentlich die Rädchen im KSK ineinander? Die wichtigste Frage aber ist die nach der Ministerin. Und dort wird, wie gesagt, der Verteidigungsausschuss nicht aufhören, Druck zu entfalten. Kann die Angelegenheit KSK für die Verteidigungsministerin noch richtig gefährlich werden? Selbstverständlich, in dem Moment, wo sie einräumen muss, früher oder überhaupt davon gewusst zu haben, dass illegale Munition zurückgegeben und zwar straffrei zurückgegeben werden durfte, hätte sie ein großes Problem. Sie hat es bis dato immer verneint und das wäre das Decken von einer juristisch mehr als fragwürdigen Handlung. Das ist, wie gesagt, strafbewehrt, das ist Strafvereitelung im Amt, was man General Kreitmeier vorwirft. Wenn die Ministerin davon gewusst haben könnte, dann wird sie Schwierigkeiten haben, noch einmal als Verteidigungsministerin anzutreten und das ist ihr großes Ziel, das hat sie soeben erklärt. Eines haben Sie gerade eben zu Beginn des Gesprächs schon erwähnt, Herr Stuchlik, nämlich die Zukunft des KSK. Die scheint ja gesichert zu sein, aber es heißt, Kramp-Karrenbauer wolle eben noch in diesem Monat darüber entscheiden. Aber Sie würden sagen, unterm Strich, die Entscheidung ist gefallen. Man kann sich kaum vorstellen, nach so einem Bericht, wie wir jetzt gerade vorliegen haben. Wir haben sehr, sehr viele Reformen durchgeführt. Das KSK ist auf einem guten Weg. Die Ministerin Anfang nächster Woche hingehen wird und sagen, nein, nein, wir machen das alles ganz anders. Das wird aufgelöst und die Struktur wird vollständig zerschlagen. Das, glaube ich, ist jenseits meiner Fantasie. Ich denke schon, dass die Ministerin sagen wird, im Prinzip laufen die Reformen in eine richtige Richtung. Und selbst wenn sie den aktuellen Kommandeur entlassen sollte, beziehungsweise seine Ablösung verkünden sollte, dann ist es, glaube ich, nicht ein Zeichen dafür, dass die Struktur grundsätzlich geändert würde. Danke, Stefan Stuchlik in Berlin.